Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Command & Conquer Generals, oder besser gesagt der letzten Folge von der Kampagne der Amerikaner. Zusammenfassung: WA-Truppen haben die Hauptstadt der IBG umstellt. Die IBG hat Säurewaffen. Der AP hat der WA-Unterstützung zugesagt. Die IBG muss vernichtet werden. Ja, und da sehe ich schon, wir haben die Aurora-Bomber. Das sind die effektivsten Flugzeuge von den Amerikanern. Die kann man im Anflug nicht abschießen. Und sind damit richtig gefährlich gegen Superwaffen. Da, wie gesagt, man kann sie nicht abschießen. Also kommen sie immer an. Ah, Overlords haben wir auch noch. Mal gucken. Colt an Basis. Daten übertragen. Roger, Colt. Einsatz fortsetzen. Colt, wir brauchen ein bisschen Licht. Pumpenziel wird jetzt beleuchtet. Roger, Colt. Kehren Sie zum Stützpunkt zurück. Wilco, Pumpe abgeworfen. Waffe ist auf dem Rückflug. Dann Colt an Basis. Alles klar. Gebäude brennt. Die Vordertür ist offen. Sie bitte, Colt. Colt, bitte melden. Colt. Hier, Colt. Alle okay. Gut, da sind wir. Sie haben sich in Ihrer Hauptstadt verschanzt und werden um jeden Meter kämpfen. Wenn Sie diese Armee vernichten, ist der Krieg vorbei. Oh. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Dass da unten die Basis kaputt geht, sehe ich gerade, da sind die Chinesen. Wenn ich das einnehme, dann kann ich das natürlich benutzen, für mich benutzen. Es darf also nicht kaputt gehen. Was haben wir hier noch? Dann kommst du da rein, da rein. Dann baue ich nochmal einen Helikopter, am besten gleich zwei nochmal. Ich baue ich aus. Oh, eine Abwurfzone habe ich auch schon spendiert bekommen, das ist natürlich super. So, dann gucken wir mal, was hier so Upgrade treiben, aktiviert. Die Upgrade Sträuche. Aktiviert. Da sind sie schon. Alles klar. Alles klar, alles klar. Hier hin. So, und dann bauen wir erstmal gleich ein paar Panzer. Zack, zack, zack. So, Strategiezentrum, sehr wichtig. Upgrade aktiviert. So, und dann nehmen wir uns mal gleich hier diese Scheiße. So. Zielgebiet. Nähern uns neuer Position.
So, nimm das mal ganz schnell ein hier. Na, schön einnehmen. So, und da wir gleich mit den Japanern, oh Quatsch, mit den Chinesen, Einheit verloren. Den Gatling Guns bauen kann, verbinde ich das gerne, oder besser gesagt, kombiniere das mit dem Patriot-System. Oha, jetzt schon. Na, also in Kombination hier die Patriot-Systeme mit so einem Gatling Gun-Geschütz ist absolut tödlich. So, dann bauen wir schnell hier so einen Kollegen. Einen chinesischen Bulldozer brauche ich auf jeden Fall noch im Hinterland. Hier gleich nochmal einen hin. Mehr Panzerung mache ich noch nicht. Ach, guck an, hier unten kommen sie schon. Genau. Strom brauche ich. Noch einer. Oh, jetzt kommen sie hier mit Panzern. Na, ja, wo wollt ihr denn hin? Bau mehr. Mach mal mit hier. Das muss ich hier unten nochmal ein bisschen klären. Mach das mal heile. So, Feierabend. Sie greifen unsere Basis an. Upgrade aktiviert. Ah, hier kommt ein wütender Mob. Ja, keine Chance. Feuer! So, das halte ich auf jeden Fall. Okay. Kann ich ja weiterbauen. Upgrade aktiviert. Ja, machen wir unsere Kiste vor der Arbeit.
Ist da jemand mit? Wow! Es geht los! So, den Scud-Sturm muss ich auf jeden Fall irgendwie ausschalten. Das geht so nicht weiter. Und dafür nehme ich den Aurora-Bomber. Feindliche Einheiten müssen... Überschallangriffe machen den Aurora-Bomber unverwundbar gegen feindliches Feuer. Nach dem Angriff wird der Bomber um 50% langsamer und kann dann abgeschossen werden. Was natürlich nicht so toll ist. So, das haben wir schon mal weiter ausgebaut. Kriegst du auch noch mal einen hin. Und dann ist das eigentlich schon so gut wie sicher hier. So. Allerdings baue ich jetzt hier noch mal den... das Gefängnislager, denn dadurch spare ich mir irgendwelche Maschinen, die ich einfach in den Tod schicke, um die ganze Sache ein bisschen aufzuklären. Baue ich lieber das Gebäude und kann... dauerhaft aufdecken. Das kann ich zwar auch hier so, ne, mit dem Spionagesatelliten, aber das dauert jetzt schon ein bisschen. Ständig immer da drauf zu drücken. So. Kommt gleich. Oh, dann bauen wir mal 4 Stück. Schweineteuer, die Dinger, ey. Einheit verloren. Ja, aber der Scud-Sturm ist sowieso hier gleich fertig von dem. Deswegen warte ich mal lieber. Und gucke, was passiert. Einheit verloren. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Ist da jemand mit? Na, macht nichts. Also wie es aussieht, macht der Schweinehund nichts, obwohl er eigentlich die Möglichkeit dazu hätte. Was liegt an? Alles klar. So, und dann zeig ich mal. Zack. Wir haben große Pläne. Oh, hier gleich noch eine Atomrakete, natürlich. Immer her damit. Dahin. Bauen wir gleich noch eine Atomrakete. Ich bomb den zurück in die Steinzeit. Suchen und zerstören. Das gibt's zu
Ja. Energie niedrig. Oh nein, das darf nicht passieren. Shit, shit, shit. Alles, was jetzt passieren darf, nur das nicht. Gleich noch mehr Strom, 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 Strom ohne Ende. Okay, hier ist die eine. Nummer 0. Dann dich, Nummer 9. Hier auch nochmal. Dich mache ich auf 9. Mache ich dich auf 8. Und dich auf 7. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Superwaffen haben, um da ein bisschen Ärger zu machen. Einheit verloren. Ja. Upgrade aktiviert. Will jemand mit? Was gibt's zu tun? Baue ich hier unten mal weiter aus. Hier unten ist meine kleine Waffenfabriksstätte. Hier werden lang und schmutzig Panzer hergestellt. Hier oben verteidige ich hier nur. Einheit verloren. So, und die Dinger sind hier auch besetzt, aber das macht nichts. Da hole ich einfach eine Atombombe drauf und schon ist da der Weg offen. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr so eine Abwurfzone. Ja, damit. So, die erste Partikelkanone ist schon mal fertig. Die nutze ich aber alle beide für Dingens. Für den Kollegen hier. Denn der muss weg auf jeden Fall. Einheit verloren. Was? So, guck mal, hier meine Tomahawk. So, alles klar, bereit für den ersten Schlag. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Jawohl. Ja, und dann gleich einen zweiten Strahl drauf. Viel hilft viel. So, und das war's. Ja, okay.
paar Overlords noch. Dann würde ich sagen, rennen wir da auch gleich rein. So. Einheit verloren. Ach, was? Paff, so. Bam, der war gut. Und jetzt machen wir die Scheiße kaputt, dann komme ich da nämlich durch. Einheit verloren. Einheit verloren. So, und dann ist Polen offen. Der hat auch ziemlich viele getarnte Einheiten. Aber keine Chance hier. Oh nein. Diese verschissenen Bomben, ey. Jetzt schon wieder. Einheit verloren. So, was haben wir denn hier oben Schönes? Aber ich glaube, ich mache das lieber mal kaputt. Oder? Ach, ich fahre einfach so rein.
So, und dann upgrade ich meine Panzer jetzt nochmal ein bisschen. Und zwar kann man die ausrüsten für 2015 mit Urangranaten. Für 2500 Cash. Gibt 25% mehr Schusskraft. Oder aber auch Nuklearpanzer kann man für 2000 upgraden. Die Geschwindigkeit für Battlemaster und Overlords steigt um 25%. Das ist, finde ich, nicht doof, gerade bei Overlords. Die sind ja doch eher schwerfällig. Jo. So, meine Freunde, ihr wollt Stress oder was könnt ihr haben? Warnung, Atomrakete abgefeuert. Und du dann auch nochmal gleich darauf und schon ist die Sache gegessen. Und gleich nochmal, komm schon. Boom. So. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Damit ist deren Verteidigung schon mal am Arsch. Fehlt noch die hier, das kleine Übel. Einheit verloren. Und da müssten wir es wirklich geschafft haben. So nutze ich jetzt nochmal kurz die Aurora-Bomber. Einfach mal so. Genau, und schon fliegen die Jungs los. Und ihr seht schon, wie schnell die sind. Das hat reingehauen, oder? Einsatzziel erreicht. Genau. Sie haben gewonnen. Gut, Leute. Dann war's das mit dem Spiel mit Command & Conquer Generede. Die Kampagne ist komplett abgeschlossen. Bleibt jetzt eigentlich nur noch das Add-on durchzuzocken. Und zwar die Stunde 0. Darauf freue ich mich besonders schon. Ja, da hoffe ich, sehen wir uns denn da. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.